Mr. Gorbachev, tear down this wall. Bitte? Ab sofort. Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Freunde in Ost und West, Sie werden heute Zeuge des ersten Bundesvision-Podcasts der Menschheitsgeschichte. Heute wächst quasi endgültig zusammen, was zusammengehört. Angeschlossen sind der Hessische Podcast-Rundfunk Frankfurt, der Berliner Podcast-Rundfunk, der Norddeutsche Podcast-Rundfunk Rostock sowie der Westdeutsche Podcast-Rundfunk zu Köln. Zugeschaltet seid ihr an den Podcast-Empfängern da draußen und natürlich auch die Gastgeber und aus der Hauptstadt zugeschaltet, knapp 30 Jahre nach dem Mauerfall in diesem Bundesvision-Podcast. Die zwei Wendekinder heute mit reichlich Wendegeschichten im Gepäck und Wendehals auf den Schultern aus Berlin, aus Pankow zugeschaltet, aus dem Hauptstadtstudio der Podcast-Republik. Die Hupfdohlen im Podcast-Studio Großstadtballett. Flo und Dustin. Hallo. Hallo nach Köln, nach Frankfurt zum Rote Bar Podcast. Der erste deutsche Late-Night-Podcast mit Literaturcomedian Tim Bolz aus Frankfurt am Main und Matze aus Köln. Tiefe Stimmen, trockener Humor und großes Herz. Perfekt für uns beiden Lustknaben aus Berlin. Hallo Dustin. Hallo Flo, hallo Matze, hallo Tim. Wow, so viele Leute, ich begrüße mich, Wahnsinn. Ist wie im Sitzkreis fast hier, oder heute? Heute liegen wir quasi zu viert unter der Kuschel-Podcast-Decke, denn das hier ist quasi ein Bundesvision-Podcast, denn diese rote Bar hier und diese Folge vom Studio Großstadtballett gibt es für euch alle da draußen, nicht nur in Berlin, sondern auch für uns in Frankfurt, in Köln, eigentlich für alle. Deswegen wächst heute endlich das zusammen, was schon so lange zusammengehört. Nämlich seit knapp 30 Jahren wächst endlich das zusammen, was zusammengehört. Und Tim Bolz, der ja von uns eigentlich am längsten existiert, hat auch den ganzen Mist von vorne bis hinten miterlebt, kann man sagen. Ja, schön ausgedrückt. Vielen Dank dafür. Ja, ist so, ne? Ich meine, ich weiß ja gar nicht, ich bin hier wahrscheinlich der Alterspräsident, glaube ich, ne? Eigentlich müsstest du hier sprechen, das ist tatsächlich so, ja. Also, ich bin ja noch an der Grenze direkt aufgewachsen, noch dazu, irgendwie in Osthessen. Und ich kenn's noch. Die Grenze ist gefallen, 89 war ich also 14, 15 in dem Dreh. Ich weiß nicht, wie alt seid ihr denn eigentlich, Jungs? Ich muss auch zugeben, ganz spannend gewesen. Ich wusste, dass wir das zwar heute aufnehmen, aber ich wusste gar nicht, wer ist, weil ich habe geguckt und es steht nirgends irgendwie ein Name drunter unter dem Gesicht. Und das ist ganz witzig, weil ich musste erstmal zuordnen, wie bei so einem Gesellschaftsspiel, welche Stimme zu welchem Gesicht gehört. Das denn nun, Flo. Ne? Das ist wirklich witzig, denn so ging es mir auch. Ich bin gerade vor einer halben Stunde auch aus meinem Mittagsschlaf erwacht und durfte nochmal Flo fragen, immer, wo sind wir heute? Wir sind in Köln. Ah, wir sind heute, kopflich sind wir heute in Köln. Ja, ich bin 27 junge Jahre alt. Ja? Also ich habe die Wende gar nicht mitbekommen. Danach erst aufgestanden. Ja, ich bin danach erst hoch aus dem Mutterleib entfleucht. Hallo, ich bin der Florian, ich bin jetzt 29 Jahre alt, ich werde jetzt 30 dieses Jahr, hallo. Und ich bin 5 Tage nach dem Mauerfall in Berlin Pankow geboren. Oh, reicht das Begrüßungsgeld? Da gibt es doch irgendeinen Zusammenhang, oder? Da war doch irgendwas schon im Busche, da ist sie gemerkt, oh, da geht was, da müssen wir doch schnell hier ein Kind rauspressen, da läuft was. Wir wollen das gemeinschaftlich finden. Ja, das läuft. Das Kind muss in den 90ern groß werden. Genau. Und Dustin ist aus Rostock, ne? Oder? Ist das richtig? Ja, richtig. Ich bin aus Rostock hier. Ich habe mich schon so ein bisschen einberlinert. Ja.
Darf ich mal so einen kleinen Opener bringen? Ich freue mich ja heute, dass ich mal ein bisschen in Köln bin. Und ich habe mir ja schlau gemacht über Köln. Und da gibt es so einige Fragen, die sich so ein Berliner stellt, wie es denn in Köln so ist und was denn so der Unterschied ist zwischen einigen Dingen. Und dann habe ich mal so eine kleine Frage an euch. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Kölner Dom und einem Kondom? Na? Ja. Ich kann jetzt beim Kondom hängen die Glocken draußen. Beim Kondom hängen die Glocken draußen, meine Lieben. Ja. Ah, du bist ja auch in Frankfurt, bei der Hesse heute. Wie soll ich das wissen? Ich als Frankfurter weiß das nicht, aber Matze kann das natürlich wissen. Ja. Ich gucke noch mal raus und Moment. Siehst du den Kölner Dom von dir aus? Aber wenn ich ganz langen Hals mache, dann würde ich ihn sehen. Ja, tatsächlich. Die Glocken sieht er dafür. Die sehe ich hier immer. Da brauche ich nach unten gucken. Tatsächlich, ja. Das ist ja eine richtige Kooperation, die wir heute schalten. Das finde ich richtig interessant. Nicht nur, dass wir zwei verschiedene Städte haben, sondern auch zwei verschiedene Formate. Und alles vier junge, gut aussehende Männer. Und drei davon haben ganz wenig Haare auf dem Kopf. Ja, ist auch, man könnte es auch den Testosteron-Podcast nennen eigentlich, oder? Warum gibt das? Gibt es noch nicht? Ja, es gibt so viele Frauen-Podcasts und Business-Podcasts und Studi-Podcasts und aber kein Testosteron-Podcast. Also man könnte jetzt schon sagen, die Podcast-Future ist glatzköpfig oder was? Ist gerettet. Ja. Ei. Ob man das so sagen darf hier im Osten, ich weiß es nicht. Also, nun haben wir hier die einmalige Gelegenheit, mit Leuten zu sprechen, die die Wende sowas von hautnah miterlebt haben, aber leider nicht so viel davon gesehen haben. Aber ich habe mich mit Flo im Vorfeld schon unterhalten, aber er sagt mir, auch wenn ich quasi in Westdeutschland reingeboren bin, in mir steckt viel mehr Ostdeutschland, als man sich vorstellen kann. Durch meine Eltern nämlich. Erzähl mal. Ja, das stimmt. Und da muss ich dich jetzt mal kurz korrigieren. Ich bin ja nicht nach Westdeutschland reingeboren, reingejoint, wie wir das im Drüber gemacht. Sondern ich bin auf der guten Seite Deutschlands, auf der besten Seite groß geworden und habe sehr viel, da spreche ich auch für dich, Dustin, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber bitte unterbrich mich nicht wieder. Ich habe sehr viel ostdeutsche Erziehung genossen. Meine Großeltern sowie meine Eltern sind ja, ich sag mal, in der Zone. In der Zone groß geworden und wir mussten mit wenig auskommen im Leben. Ja? Und das merken wir jeden Tag. Da warst du jetzt umso mehr Schrott in deiner Wohnung stehen. Da willst du nochmal schön der Geschichte den Finger zeigen. Ne? So, jetzt kaufe ich mir den ganzen Mist, den ich damals nicht haben durfte. Ist es so, dass man dann auch so ein bisschen mehr aufs Horten achtet und so ein bisschen mehr, hat man dann immer noch einen größeren Keller irgendwie, wo man Sachen aufbewahrt oder woran zeigt sich das? Nicht wissen wird. In meinem Keller aussieht. Ich habe einen Kühlschrank im Keller stehen, eine Waschmaschine, ein Bettgestell, zwei Fahrräder. Für die schlechten Zeiten, falls da mal was kommt. Aber vielleicht eint das so ein bisschen auch die Kinder der 70er, jetzt in dem Fall Tim Bolz, die Kinder der 80er, mich und euch, die Kinder des Ostens. Denn bei uns war es auch nicht anders, da wurde auch ungern was weggeschmissen. Also das war auch noch so eine Generation, da hat man auch immer noch alles aufgehoben. Meine Eltern haben auch immer, also zwischen Kinderzimmer und Mülleimer kam immer noch der Keller. Kinder ja, das der 70er, das hört sich für mich ja wahnsinnig utopisch an, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, in der 70er zu sein, Tim. Ja, ich weiß, ich sehe aus wie 26, gefangen im Körper eines 63-Jährigen. Zu stark beharrten LKW-Fahrer. Das ist ja klasse. Tim, du bist Literatur-Comedian, wie kann man sich das vorstellen? Erklär das doch mal jemanden hier aus der Hauptstadt. Ja, ist eigentlich aus der Not geboren. Ne? Also als Schriftsteller ist es ja natürlich schwierig, immer mit Lesungen irgendwo Auftritte zu bekommen in den großen Bühnen, weil die immer sagen, ja, Lesung, da schlafen uns die Leute ein. Was auch wirklich so ist, niemand kann länger als eine halbe Stunde jemandem konzentriert zuschauen. Und da muss man sich so einen kleinen Kniff überlegen. Comedy wollen die großen Bühnen auch nicht oder die intellektuell angehauchten Bühnen nicht. Also sagen, das ist uns zu flapsig, zu locker. Aber Literaturcomedy, das kannten sie nicht, weil es auch gar nicht gibt, wenn man mal ehrlich ist. Aber wenn man das so ein bisschen verbindet, Literaturcomedy, sagen dann die Leute, die Lesung gut finden, ach ja gut, das ist ja ein bisschen anspruchsvoller. Ne? Und die Leute, die Comedy finden, denken auch, ja gut, das kann ein bisschen lustig sein. Und somit steht einem Tür und Tor offen. Also habe ich selbst kreiert und seitdem funktioniert es ganz gut. Ja, das heißt, apropos. Shows aus meinen Büchern lese ich Passagen und ein paar Gedichte, ein paar Songs zu einem bunten Strauß der guten Laune zusammengebunden.
Und apropos Lachen, wir wollen ja heute quasi zusammenführen, was zusammen gehört. Es gibt aktuell viele Vorurteile gegen Ost und West, das kommt wieder so ein bisschen auf. Was glaubt ihr, was Humor jetzt in diesem Fall angeht? Gibt es da Unterschiede zwischen West- und Osthumor? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Also ich denke schon. Also ich habe durch meinen Beruf viele Kinder aus dem Westen kennenlernen dürfen, die aus meiner Generation kommen. Und ich sage mal, mein Humor ist relativ einfach. Und im Westen darf es schon mal ein bisschen komplexer sein, so von den Pointen. Es deckt sich mit meiner Schnittmenge, muss ich sagen. Ich bin ja tatsächlich, also wahrscheinlich als einziger, öfters direkt unterwegs mit Bühnen und Comedy und habe deswegen ganz guten Überblick, wo was funktioniert. Also das ist wirklich so. Es gibt ein Nord-Süd-Gefälle und es gibt auch im Osten einen speziellen Humor, muss man sagen. Aber gar nicht irgendwie besser oder schlechter, es ist nur anders. Eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, sogar herzlicher. Weil es nicht ganz so zynisch ist wie im Westen. Im Westen sind sie viel zynischer und böser eigentlich. Im Osten eigentlich ein bisschen herzlicher und ja, fast liebevoller. Kann der Osten besser über sich selber lachen vielleicht auch? Könnte sein. Ich glaube, es ist bei vielen Älteren noch so, dass sie sich erstmal überlegen, ob sie da lachen können oder nicht. Und danach aber kommen sie zu dir und sagen, ah, war total lustig, fand ich super. Im Westen ist man schnell dabei, dass man sagt, naja Gott, das haben wir schon besser gesehen. Also es gibt schon gewisse Unterschiede, aber wie gesagt, das gibt es auch im Norden und Süden. Ich würde sogar sagen, da wo das denn herkommt, Rostock, also alles was Norden ist, ist sehr gleich. Also ob das Hamburg ist oder Kiel oder Rostock, da habe ich öfters im Ursprung gespielt. Kennst du das? Nee, das ist in Kiel selber direkt? Nee, in Rostock. In Rostock. In Rostock. In Rostock? Das Ursprung? Nee. Ja. Also ich war ja, wie gesagt, wenn du in den 70ern schon unterwegs warst. Dann noch nicht. Also, das war letztes Jahr, also um es ehrlich zu sagen. Der Bühne geboren. Ich wohne ja schon seit 3,5 Jahren jetzt in Berlin, aber das Ursprung kenne ich nicht. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall die Rostocker, wenn die zum Beispiel zu einem Konzert oder zu einer Lesung oder zu einer Comedy-Show gehen, vor der Halle stehen, ganz gerne mal miese Gesichter ziehen. Alles ist sehr kühl, alles ist so, wie es Klischee auch hergibt. Eigentlich, wenn du danach gehst, hat äußerlich gar keiner Bock auf den ganzen Scheiß gerade. Aber wenn die drinnen sind, dann lassen die sich gehen. Dann haben die auch Bock und dann lachen die auch. Und dann machen die auch mit beim Konzert beispielsweise. Ja. Aber wenn du draußen stehst und dann als Künstler vielleicht so mal Mäuschen spielen würdest, dann denkst du, das wird der schlechteste Abend, den ich je gemacht habe. 100%. Ja, das bestätige ich auch so. Aber es ist tatsächlich immer gut gewesen dort, muss ich sagen. War immer richtig gute Stimmung, bin ich gerne gewesen. Wobei es dann hingegen in, keine Ahnung, Luckenwalde oder so, ein bisschen schwieriger ist oftmals. Also da gibt es so die Local Heroes, wie in Bayern übrigens auch, das ist sehr ähnlich. Die feiern so ihre eigenen Leute halt mehr. Andreas Gabayé beispielsweise. Ja, ganz weit vorne. Der größte Comedian unserer Zeit, Andreas Gabayé. Ja. Ungewollt. Das ist Thema Lachen. Ich meine, ihr wohnt ja im Zentrum der guten Laune in Berlin. Ihr seid jetzt gerade in Berlin-Pankow. Nun ist es so, dass im Mai gibt es, glaube ich, Wahlen, ne? In Berlin und Brandenburg. Ist das richtig? Am 26. Mai. Und ich weiß es deswegen, weil ein Verwandter von mir in Berlin so ein bisschen Politik macht. Und seht ihr aktuell, wir kommen nicht drum rum, so viel über Politik und gerade so im Unterschied Ost-West gesprochen. Deswegen will ich euch einfach mal fragen, irgendwie, was glaubt ihr, warum gibt es so große Unterschiede und warum droht sogar in Brandenburg die AfD so ein starkes Ding zu werden? Wie sieht das jemand, der dort aus der Ecke kommt? Also ich kann da wirklich komplettes Unverständnis nur äußern, denn wenn man Berlin ist ja wie so eine kleine abgeschottete Welt. Berlin würde ich niemanden auf der Straße sehen können, identifizieren können, wo ich sage, jo, der wird auf jeden Fall AfD. Ist einfach so viel linksgerichtet auf der Straße oder auch sehr, sehr, ich würde fast sagen, grünlastig. Aber das sind da die Randgebiete wie Brandenburg nachher, wo das sehr reinkommt mit der AfD, mit den AfG-Gedanken. Aber es ist interessant, Matze, dass du da die Politikexperten von Berlin fragst. Ich erinnere mich ja nur an den Ursprung vom Grundschule Großstadt Ballett in der Fritz-Wahl-Sendung zur Bundestagswahl 2017. Da haben wir uns auch gut gewunden wie eine Schlange. Wir haben keine Ahnung, trotzdem erzählt. Ja. Naja, aber jeder ist ja doch letzten Endes mit betroffen, ne? Ja, das stimmt. Aber ich habe auch erwachsene Männer erlebt oder Beispiel, ein Mann, der ist jetzt auch schon auch so Anfang 70 Politiker gewesen. 80er, 90ern, war Fraktionsvorsitzender der SPD
in Reinickendorf. Mhm. Und der ist jetzt AfD-Wähler, weil er halt einfach sagt, was die SPD macht, ist halt scheiße und das gefällt ihm nicht. Und CDU sagt ihm schon gar nicht so und die Linken. Und dann sagt er, ja, da muss mal eine Veränderung in der politischen Welt stattfinden, wähle ich jetzt mal AfD. Und das machen viele. Aber er weiß doch ganz genau, wie es dann war mit dieser Veränderung damals. Das kann ich einfach überhaupt gar nicht verstehen. Nee. Ist man denn so blind? Wie sieht es denn bei euch aus? Ist es so, dass jetzt mal vielleicht da nochmal ganz kurz die Nachfrage. Ja, natürlich gibt es dieses Phänomen ja nicht nur in östlichen Bundesländern, sondern ganz klar natürlich auch im Westen. Aber warum ist man eventuell eher geneigt, doch mal sein Kreuzchen bei der AfD zu machen, wenn man aus dem östlichen Teil von Deutschland kommt? Findest du, das ist so übrigens? Findest du das wirklich? Finde ich gar nicht. Also ich kann also natürlich wird das immer natürlich ins Schaufenster gestellt, weil vielleicht mehr Aktionismus auf der Straße stattfindet. Aber ich glaube, wenn du mal die Wahlen ansiehst in vielen westlichen Ländern, ist das mittlerweile, sitzen die in allen Parlamenten. Das ist, kommt ja nicht von irgendwo her. Ne? Es gibt natürlich einige Ecken, wo es ein bisschen extremer ist. Das ist wohl wahr, in Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Aber ich glaube, je dörflicher es wird teilweise auch, umso schwieriger wird es. Und das hast du im Westen genauso, das Phänomen. Also ist es das Stadt-Dorf-Phänomen? Deswegen gibt es dann, ist es Stadt-Dorf oder ist es vielleicht auch das abgehängten Phänomen? Es gibt ja nun mal auch Bezirke in Berlin, wo die AfD sehr stark ist. Ich denke, das Schlüsselwort ist ganz oft Bildungsstand. Bildungsstand und auch Tellerrand. Mhm. Und ich weiß, dass es in Rostock oder in meiner Heimatumgebung sehr viele solche Fälle gibt, wo ich sage, gut, der und der wählt gerne die AfD oder hat er auch am Sonntagmorgens um 10 Uhr seine Termine, um beim Flaggehissen dabei zu sein. Das ist der Bildungsstand. Und einfach mal, wenn mir einer schon sagt, oh, von Rostock nach Hamburg letztens 3 Stunden, habe ich mal 3 Pausen zwischendurch gemacht, das ist eine Weltreise, hör mal. Das ist doch für mich schon keine Reise. Dann weiß ich auch schon genau, der ist noch nie außerhalb von Deutschland gewesen. Und es gibt so viel mehr zu entdecken auf der Welt. Und dann würde ich auch verstehen, dass dieses stumpfe Parolenschreien wie, ich brauche keine Ausländer bei mir, die nehmen mir die Jobs weg und so ein Schwachsinn, das würde nicht entstehen, wenn ich mich einfach mehr aufs Leben einlasse und auf das, was um uns rum außerhalb von Deutschland auch noch passiert. Ja. Würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ich kenne niemanden, der viele Reisen unternommen hat, der ausgeprägter AfD-Wähler wäre. Kenne ich niemanden tatsächlich, ist so. Also es wissen das ganz klare Problem. Ich möchte mich ganz kurz korrigieren. In Berlin wird nicht gewählt, es ist Brandenburg, aber es ist natürlich bei euch um die Ecke und natürlich bei uns auch irgendwie um die Ecke. Habt ihr so ein bisschen Angst vielleicht auch? Ist es? Spürt ihr eine gewisse Angst? Also ich habe mit einer Freundin gesprochen, die bei der Polizei ist, sie hat gesagt, also ich würde jetzt, hätte ein unangenehmes Gefühl für ein Land zu arbeiten, das von der AfD regiert wird. Es wird nicht passieren. In Brandenburg sieht schwierig aus. Aber hat man Angst? Also ist mein Bauchgefühl, dass die AfD nicht mal den Aufschwung genießt wie noch vor 2 oder 3 Jahren. Aber lass mal diesen Gedanken auf dich zu, Florian. Lass mal wirklich auf dich zu und versuch mal, dir das vorzustellen, dieses Szenario, was würden wir machen? Weil wir nehmen ja kein Blatt vom Mund, wir beide sind beruflich beschäftigt bei der Bundeswehr. Und was würden wir machen, wenn diese Führung an die Macht kommen würde? Mhm. Also für mich wäre das auch ein Zwiespalt. Ich könnte das, glaube ich, nicht vertreten. Aber andererseits sage ich dann auch nicht, ich kündige jetzt meinen Job. Vielleicht schon dann irgendwann, wenn es zu hart wird. Aber es ist ein interessanter Gedanke. Also ich möchte ganz kurz nochmal an, es gab einen Deutschland-Trend im September 2018 und da war tatsächlich die AfD gleich auf mit der SPD und alle anderen waren schwächer. Genau. In Brandenburg? In Brandenburg, ja. Ja, ist auf jeden Fall den Gedanken mal zu Ende zu spinnen, wie das wäre, was das für Konsequenzen hätte, wenn plötzlich im Land die AfD dann führend wäre und sie Richter und andere Dinge einsetzen dürfte, wie dann Urteile ausfallen würden oder so, das wäre schon eine Katastrophe, muss man sagen. Also den Gedanken sollte man durchaus mal durchspielen. Ich hoffe auch nicht, dass es wirklich so weit kommen wird. Ich glaube auch, dass es ein bisschen eher im Abschwingen ist. Aber die Gefahr sollte man dennoch nicht aus dem Auge verlieren. Und das ist schon eine krasse Nummer. Stell dir das mal vor, wirklich, dass dann irgendwelche, oder wie bei euch, bei der Bundeswehr seid ihr beide, dass dann von oben diese Vorgabe eben ein bisschen anders aussieht als die letzten Jahre. Ne? Wenn das passieren sollte, dann werde ich mich
auf jeden Fall mehr mit Podcasting beschäftigen und dann nochmal mein Standbein hier auf jeden Fall aushalten. Also würde Deutschland, spinnen wir es weiter, irgendwann Deutschland von der AfD regiert werden, würdet ihr direkt eure Papiere abholen? Ja, ist nicht so einfach. Also du bist ja immer an deine vertraglichen Dienstzeiten gebunden. Aber es gibt immer Wege, Flo. Ja, natürlich gibt es immer Wege. Und wenn da rechte Aktivisten oben an der Macht sind und sagen, so geht der so läuft der Hase jetzt lang, sage ich dir ganz ehrlich, bin ich raus aus dem Spiel. Da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Und da habe ich auch keine Werte, die ich vertreten kann. Es ist mir peinlich, die Uniform zu tragen. Ist so. Mhm. Ja, krass. Ja. Aber wir wollen nicht nur über Politik reden, sondern auch so ein bisschen, sagen wir mal, in Erinnerung uns über Vergangenes, über Schönes, Gemeinsames unterhalten und vielleicht so ein bisschen auch über Wendejahre. Ich meine, wir alle haben etwas gemeinsam, wir kennen die Bilder der Wendetage nur aus dem Fernsehen. Also ich nehme mal nicht an, dass ihr euch da hautnah nochmal dran erinnern könnt, irgendwie aus dem Kinderwagen. Auch Tim Bolz wird nicht da gewesen sein in Berlin, oder bist du da gewesen? Nee, aber ich bin dann kurz nachdem die Grenze auf war, sind wir rübergefahren tatsächlich. Das werde ich nie vergessen, ein einschneidendes Erlebnis, dass man rübergefahren ist. Es war plötzlich, tatsächlich hatte man wie aus so einem, als hätte man einen Filter drüber gelegt, waren die Farben rausgezogen irgendwie aus allem. Also die Häuser, alles war wahnsinnig grau, aber so viel Freude, dass du irgendwo durchfährst, durch Straßen, über die du noch nie gefahren bist. Leute standen am Straßenrand und zugejubelt, also auch nicht nur die Thüringer, die dann nach Hessen rüber sind, sondern auch die Hessen, die nach Thüringen rübergefahren sind, wurde auf der Straße gegrillt, man ist sich in die Arme gefallen. Ich habe das ja als 14-Jähriger nicht so ganz absehen können, aber ich fand das famos natürlich, dass auf einmal da so eine Freude dort herrschte. Das habe ich dann später erst erfahren wieder, als 1990 Deutschland Weltmeister wurde. Oder wie man es vielleicht von der letzten WM kennt, als Deutschland Weltmeister wurde in Brasilien. So ein Feeling war das plötzlich überall. Und das war schon, da haben Leute in Tränen an den Straßen gestanden. Mein Großvater, mein Vater im Auto gesessen, die waren still wie nie zuvor. Das sind Momente, die kann man nicht in Worte fassen. Und das war schon sehr, sehr intimes Erlebnis in dem Moment. Ja. Flo und Dustin, was habt ihr für Gefühle, wenn ihr daran denkt? Positiv, weil die erste Erinnerung, die ich so hatte, oder das Bild, was Tim gerade beschrieben hat, diese grauen Straßen. Ich bin in Weißensee groß geworden, das ist ein Unterbezirk von Pankow mittlerweile. Und Halle Weißensee gibt es noch. Halle Weißensee. Den Weißensee gibt es noch. Der ist noch nicht abge. Da ist noch Wasser drin, ein bisschen, ne? Ja. Und hier war alles grau und irgendwie so, wenn du jetzt durch Weißen See gehst, ist alles schön bunt und schön grün. Und ich erinnere mich an meine Eltern, die so viel Energie hatten, weil du hast es halt gemerkt, das ist irgendwie so alles neu und zu reisen, das war wirklich eine ganz, ganz große Sache. Und da wollten sie natürlich auch das Kind daran teilhaben lassen und dann warst du natürlich viel unterwegs und das war schön. Und ich glaube, Dustin, du kannst das Bild auch aus Rostock so wiedergeben. Mir fällt es einfach nur schwer, den Vergleich zu ziehen, denn ich bin in dieser Welt nach der Wende aufgewachsen, auch wenn es kurzzeitig danach war. Aber ich kenne nicht den Unterschied. Aber ich weiß, wenn ich zum Beispiel an die vergangenen Tage der 90er denke, gerade jetzt im Winter, muss ich ganz oft daran denken, mir kommt es so vor, als wenn es damals das letzte Mal war, dass so richtig Schnee lag und dass die Seen zugefroren sind, und dass wir als Kinder auf die zugefrorenen Seen gelaufen sind. Das ist jetzt mein Gedanke. Ich kann jetzt nicht groß auf den Materialismus da irgendwie umschwenken. Mich würde es mal interessieren, Matze, wie war es denn bei dir? Also wenn du jetzt diese Reise hier angetreten hast, kannst du dich noch richtig daran erinnern oder sind das wirklich nur noch Brocken von Gedanken, die da in deinem Kopf über sind? Ich glaube, du meinst Tim jetzt, ne? Also Tim ist ja nach der Wende direkt rüber gefahren und ich glaube, wie alt bist du da gewesen? Ja, wie gesagt, so 14 und ich kann mich noch gut daran erinnern. Es war dann später die erste Mayday. Elektro, seid ihr ja auch, kennt ihr ja alle. Die erste Mayday in Berlin damals, 1991. In Berlin-Weißensee, genau. In der Halle. Um die Ecke. Richtig. Und das ist auch so eine Erinnerung, als ich das erste Mal dann in Berlin war. Ja, das war da zu der Zeit. Das war eine krasse Nummer. Aber komplett neue. Ist der Ort, Flo, wo auch Bruce Springsteen gespielt hat? Nee, Bruce Springsteen auf Mayday. Auf der anderen Seite.
Nee, da. Mayday, Mayday. DJ-Set. 1988. Da war der Headliner. Rennbahn in Berlin-Weißensee. Vor, man schätzt 150, 200.000 Menschen. Mittlerweile immer noch sein größtes Konzert, was Bruce Springsteen nie gespielt hat. Hinter der Mauer quasi. Hm? Ja, genau. Also meine Erinnerung, du hast mich eben ja auch gefragt, also ich bin ja nun mal so ein bisschen mitten in Deutschland groß geworden, bin 1980 geboren, also war zumindest schon mal so ein bisschen helle in der Zeit, ein bisschen wach, sag ich mal, und kann mich daran erinnern, wie diese Grenze natürlich existiert hat, wie sie uns getrennt hat, wie sie meine Verwandten und mich getrennt hat, dass wir regelmäßig von drüben Besuch bekommen haben von den älteren Leuten, die rüber durften, wie wir Pakete rüber geschickt haben, mit irgendwelchen Geschichten rüber geschickt haben und wie wir dann auch nach der Grenzöffnung dann rübergefahren sind. Also vorher bin ich nicht da gewesen, aber nach der Grenzöffnung haben wir die da auch das erste Mal dann in Magdeburg besucht. Und sind dann wirklich wie die klassische Westfamilie, so im Nachhinein auch so, es ist mir echt ein bisschen unangenehm. Damals im roten Mercedes-Benz, Papa mit dem gelben Pulli und einer getönten Sonnenbrille. Also wirklich, mit dem Vollbart, wie die klassische Westfamilie, sind wir so klassisch dann rübergefahren und der Sohn auch dann irgendwie mit einem großen Kassettenrekorder, auf dem Looking for Freedom lief, sind wir dann rüber und nicht nur Looking for Freedom, sondern auch Sonderzug nach Pankow auf Vollanschlag gehört auf dem Kassettenrekorder. Wir hatten einen Nachbarn, Rentner durften ja früher ausreisen, weil die haben ja der DDR nur Geld gekostet, deswegen durften die ausreisen, das war okay. Und die haben dann teilweise direkt neben uns gewohnt, so zwei ältere Ehepaare, ein älterer Herr, der immer seinen Söhnen nach Halle dann Pakete rübergeschickt hat und die wollten unbedingt Monopoly, das Spiel, haben. Aber das war natürlich das Spiel eines Klassenfeinds, weil da geht es ja nur um freie Marktwirtschaft letztendlich und das wurde immer kassiert von den Grenzern. Dann musste meine Mutter das immer verstecken, also das Brettspiel dann ins Waschpulverpaket rein, die ganzen Geldscheine einzeln in Tempotaschentücherpackungen reingesteckt und ich glaube, meine Mutter hat 4-mal das komplette Spiel rübergeschickt, bis es einmal komplett drüben ankam. Also aber Drogen waren okay, ja? Drogen waren okay, das war in Ordnung, das ging immer. Ja, nur Mensch, ärgerlich passte, oder Monopoly passte hinten nicht rein, das war halt das Problem. Ja. Das ist zeitaufwendig, alles reinzukriegen. Also wir schon wieder auf los, ey. Jetzt sind wir wieder in Köln. Ja, also was ich, meine Erinnerung damals bei meinen Verwandten, bei meinen Großcousins war halt, dass die wirklich, die haben in der Platte gewohnt in Magdeburg, Olvenstedt, glaube ich, irgendwo 20. Stock oben. Ganz kleine Wohnung mit 4 Leuten drin oder so. Aber was sie gehabt haben, war irgendwie 2 C64, mit denen sie gezockt haben, mit Datasette. Also sie hatten 2 Computer. Sowas hatte ich vorher noch nie gesehen. Bei mir zu Hause hatte keiner einen Computer, großartig, von den Freunden. Aber wirklich relativ einfach sonst, aber 2 Computer hatten die. Das weiß ich noch. Matze, kannst du mal für die Studie Großstadtballett-Zuhörer im Frequenzbereich in Berlin, Altersband zwischen 25 und 35 Jahren, einmal erklären, was ein C64 ist, bitte? Ja, das musste ich mir auch damals erstmal erklären lassen. Das waren so die Einsteigercomputer, Commodore 64. Also das hat man so ganz einfache Computer irgendwie, wo die Computerspiele noch auf Kassette tatsächlich gewesen sind. Soll ich Kassette auch erklären? Kassette kennen wir noch. Das ist gerade wieder am Kommen. Auf dem Markt bei uns kriegt man das am Sonntag zu kaufen für horrende Preise. Das ist wirklich eine krasse, krasse Geschichte. Oh, was ist das jetzt? Was ist das? Das Mitbringsel der Woche. Ach, das Mitbringsel der Großstadtballett. Oh. Das Mitbringsel der Woche. Naja, offensichtlich kommt jetzt das Mitbringsel der Woche, meine Damen und Herren. Das ist doch eure Kategorie bei euch vom Studio Großstadt Ballett. Wie funktioniert die denn? Erklärt doch mal. Also, das ist eine wiederkehrende Rubrik bei uns. Und jede Woche oder zu jedem Podcast bringt Flo, ich oder auch den Gast, den wir gerade haben, etwas mit, was aus seinem Leben gegriffen ist, worüber wir eine Geschichte erzählen können, was vielleicht auch zeitaktuell ist. Und somit stellt jeder dann seinen Mitbringsel der Woche vor und wir laden euch natürlich heute ein, auch mal so ein bisschen Berlin zu schmecken, um da mitzumachen. Ja. Ja. Ich fange an heute. So schmeckt Berlin. So fängt das dann nämlich immer an. Weil ich einen trockenen Hals habe, ich habe Durst. Ich habe wirklich Durst. Mein Mitbringsel der Woche heute
ist gepaart aus zwei Sachen. Ich war ja am Montag in Köln, ja, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe mich mit dem Matze getroffen und habe wirklich eine richtig, richtig coole Stadttour bekommen durch Köln, durch alle wichtigen Medienorte. Ne, Matze? Ja, oder? Musst du beurteilen. Was hast du so das gesehen? War richtig gut. Wir haben uns ja noch nie, was ich so gesehen habe, Kolonneum, also eigentlich alle hier DSDS quasi, wo DSDS aufgenommen wird, Duell um die Welt. Wir waren in der Motorworld, da sind die ganzen Formel-1-Boliden von Michael Schumacher ausgestellt und Preise und Helme und lieben Gruß an dich, Micha, werd schnell wieder gesund. Und du hast mich mit deinem Streitwagen abgeholt und sagtest, na komm, fass mal an die Seitentür, mein Junge. Zack, und was zauberte ich heraus? Warte, ich muss mal ganz kurz kramen. Moni! Hol mal die Flasche! So, ich habe mitgebracht Kölsch. Ach, du hast einen Kölsch da. Der sagt ja immer, Kölsch ist Wasser und Bier und es schmeckt alles gar nicht. Aber ich wurde mit einem richtig, richtig schön authentischen, ehrlichen und leckeren Kölsch aus Köln begrüßt. Matze, du kennst das Kölsch. Es ist nämlich haargenau das gleiche, was du mir da quasi einverleibt hast. In der Mühle. Das gute Mühlenkölsch. Ja? Das sind. Das mach ist, mal deine, es gibt natürlich noch Flasche andere. Auf. Reisdorf, so, Früh, Gaffel, Peters. Matze, ich habe sogar authentisch, wie ich bin, Kölschgläser besorgt. Von meinem Spiel von der Bundeswehr aus Siegburg. Originale Kölschgläser aus den 80er und 90er Jahren, weiß ich jetzt nicht. Da steht 2. Kompanie Wachbataillon beim BMVG drauf. Ach, klasse. So, jetzt komm ich mal rein in die Sache hier. Schönen Freitagnachmittag. Oh, dann hört man direkt, dass es Kölsch ist. Ja, ja. Ja, warte, ich mach mal meins auf. Qualität muss man hören, das muss man spüren, das muss man schmecken. Meint Männer. So. Oh! Direkt eingegossen auch. Ah. Ah, das ist Serio-Podcast zum Anfassen. Wahnsinn. Das sind Prost auf die Helme. Männer, auf schön. Köln. Auf ja. Köln und auf Frankfurt. Der Hesse und der Kölner. Was singt man gut dann? Welches kölsche Lied? Bitte nicht. Oh, ich kenne nur eins. Da sind wir dabei. Das ist prima. Jetzt ist gut. Danke, Prost, ja. Männer, auf euch. Ja. So, ich geb jetzt mal nach Köln. Ja, vielen Dank für dieses Mitbringsel der Woche. Machen wir doch mal bei Tim Bolz weiter. Was hast du denn mitgebracht heute? Du drückst dich noch, ich merke schon, du drückst dich ja, noch. Ich komme als Letztes. Ja, gut, okay. Ja, ich muss da auch eine kleine Geschichte vorab loswerden, ja. Weil ich hatte die Tage noch einen, was wollte ich gerade sagen, Pornodreh, Promodreh. Ein Promodreh. für ein Buch, was rauskommt. Und das war ganz cool, weil ich hatte vor einem halben Jahr schon mal einen Dreh gehabt in so einer Halle. Das war so geil. Dann dachte ich mir, ich kann daraus Passagen klauen und kann die jetzt einfach mit neuen Aufnahmen zusammenführen. Ich ziehe einfach das Gleiche an wie damals. Wir gehen ja in die gleiche Location und drehen das wieder. Die Idee war auch super. Blöd war nur, dass ich nicht bedacht hatte, dass natürlich vor einem halben Jahr noch Sommer war. Und ich musste also in dieser minus 4 Grad kalten Kalle im T-Shirt stehen, was keine geile Idee war. Der Dreh hat irgendwie 4,5 Stunden gedauert. Und ich habe mir so ein bisschen, irgendwie die Muskeln ein bisschen verzogen. Und deswegen habe ich heute als Mitbringsel der Woche gewählt das Thermacare Wärmepflaster. Für wirksame Schmerzlinderung. Ist es so wirklich? Wo hast du es hin? Aber Rücken oder was? Ja, immer so ein bisschen an die Nieren. Ne? Immer, meine Mutti hat immer schon früher gesagt beim Mofa-Fahren, Junge, zieh dir den Nierengurt an, ne? Halt die Nieren warm. Und wird das uns auch ereilen, Florian, wenn wir älter werden und wenn wir auch dann so um 40 Jahre vielleicht vorweisen können, dass wir als Mitbringsel der Woche Medikamente mitbringen? Nein, ein Exoskelett. Ja, also das ist mein Mitbringsel der Woche. Und ich muss sagen, es ist großartig. Es ist manchmal so ein bisschen, denk mal, jetzt flaut's ab, jetzt geht nichts mehr und dann schießt es nochmal hoch und dann wärmt das nochmal richtig schön so unten rum. Muss ich sagen, ist ganz nett. Untenrum? Also kann man das überall drauf kleben oder was? Man sollte. Also die Hoden sollten noch mit bedacht werden, auf jeden Fall. Das heißt also, wärmt die Hoden schön, ja. Ja. Ja, ist doch schön. So, wie ist das bei dir, Dustin? Was hast du mitgebracht? Liebe Freunde, es gibt in Berlin eine relativ große Musikkultur und eine Band, die meine und auch wahrscheinlich schon die Zeit meiner Eltern geprägt hat, hat vor wenigen Tagen bekannt gegeben oder gibt es immer noch bekannt auf der Internetseite,
dass sie sich dem Ende nähern. Und da spreche ich direkt von der Band Die Ärzte. Oh. Die Ärzte sind eine große Berliner Band, die mich sehr beeinflusst haben in meinem Musikgeschmack, in meiner Musikkultur. Wen nicht? Ich habe was mitgebracht. Ja. Wen nicht, ja. Lösen Sie sich mal wieder auf? Bitte? Lösen Sie sich mal wieder auf? Oder? Ja, aber ich glaube, diesmal ist es wirklich endgültig. Ja. Da ist so ein kleines lange haben Sie ja nicht mehr. Spiel, so ein kleines Ratspiel auf der Internetseite. Das kann man sehen. Lirum Larum, ich habe von dem kürzlich erschienenen Gesamtwerk der Ärzte gab es jetzt ein kleines Add-on, und zwar eine 5er-Schallplattenserie. Ich kram die mal raus hier. Das ist quasi die ganzen Outtakes, die jahrelang nicht veröffentlicht wurden, habe ich jetzt hier in einer großen Sammlung von Schallplatten mitgebracht. Äußerlich sehr schön anzusehen, eine wunderschöne Pappbox mit einem silberglänzenden Scheißhaufen drauf. Und die ganze Sache heißt, die Ärzte, they give me Schrott. Ja? Und da sind quasi fünf LPs drauf mit ganz viel Müll zum Nachhören, zum Lachen über die ganzen Jahre. Und ich habe noch nicht reingehört, aber ich glaube, mir wird das ein oder andere Tränchen darunter fließen. Florian kann damit ja nicht viel anfangen. Vinyl, sowas kennt er nicht. Der hat noch CDs oder halt diese Minidiscs, Florian manchmal. Genau, Minidisc-Player. Ja, ja, aber das ist mein Mitbringsel der Woche. They given me Schrott. Heute haben wir Schrott mitgebracht. Sehr, ach, schön. Sehr gute Idee. Eines meiner ersten Konzerte war übrigens von Ärzten tatsächlich. Wo? Auch, 94. Glaube ich, das erste Mal in Fulda, damals noch in der Richthalle. Eine Halle, die überhaupt, aber auch sowas von gar nicht für Konzerte ausgerichtet ist. Eine Akustik des Grauens gewesen, aber es war egal. Die Ärzte standen auf der Bühne. Das hat gezählt. Man hat nichts gesehen, weil lauter Säulen im Weg standen. Egal, was soll's. Die Ärzte standen auf der Bühne. Das war eins meiner ersten. Ich hoffe sehr, dass sie nochmal eine Tour geben jetzt. Sie sind ja gerade jetzt oder gehen bald auf Tour, aber nur überall außer Deutschland. Zwei Deutschlandtermine, einmal Southside Festival und eins noch. Und sonst Polen, London und ganz viele andere komische Länder, die es sonst nicht so drauf haben. Die ist sonst nicht so drauf. Jetzt wäre es natürlich interessant zu hören, welche das dann wirklich sind, ne? Mit dem Schwert nach Polen mäßig. Ja. Ja. Ich übergebe an Matze. Ja, ich habe. Ich werde. Ich habe ja etwas mitgebracht, und zwar ich habe einen Ballon für euch mitgebracht. Zum Rübermachen, oder? Zum Rübermachen. Matze, ist vorbei, brauchst du nicht mehr. Ist okay. Habt ihr den Film Ballon gesehen? Nee, und zwar einen mit Helium gefüllten Ballon habe ich mitgebracht. Ist so ein bisschen von Feierlichkeiten übrig geblieben. Und ich liebe es einfach. Ja, ich bin darauf hängen geblieben. Ich ziehe mir jeden Abend sowas rein. Jeden Abend so einen Schuss davon. Ist richtig geil. Macht so ein bisschen kirre. Macht ein bisschen entspannt. Und kann ich nur empfehlen. Ja, das war's. Das noch nie gemacht in meinem Leben. Noch nein? Nie. Nein, ich auch nicht. Nein? Ha. Aber es wird ein bisschen schummerig. Mit Brom klingt das auch richtig. Also Brom ist ja genau das Gegenteil davon. Bromsohn oder was? Danke. Genau, so klingt das nämlich. Ach was? Dustin, ich verspreche dir, wenn wir auf hier wieder so ein Festival gehen, hier in Berlin, da gibt es ja so also einige, da gibt es so eine Typen, die haben hier so einen ganz, ganz verrückten Luftballon-Ding an der Hand. Ich verspreche dir, da wird es eine richtig schöne Helium-Situation geben und da wirst du wahrscheinlich nach Hause gehen, weil die so schlecht ist, weil du so viel Helium inhaliert hast. Oh, ich freue mich jetzt schon. Aber mal ganz ehrlich, ihr in Berlin, ihr seid ja ganz nah dran. Ich habe schon gesehen, Florian, du gehst auch hin und wieder mal, bist da, arbeitest hin und wieder auf so Partys. Wie heißen diese Partys? Pornceptual. Also in Berlin ist man ja grundsätzlich sehr aufgeschlossen, kann man sagen. Und natürlich, das Berliner Nachtleben ist natürlich voller Drogen auch. Nicht nur Helium, sondern auch andere Sachen. Eine Zeit lang waren ja tatsächlich so berauschende Luftballons angesagt, ne? So Rauschgas irgendwie, ne? Habt ihr was davon mitbekommen? Gibt's das noch? Also das denn Nick gerade sehr stark mit dem Kopf. Ja? Heißt nicht, dass ich das genommen habe. Nein, ich weiß nicht, was es gab. Habe ich in der Feierszene gar nicht mitbekommen. Aber ich glaube, das ist schon lange nicht mehr cool. Das gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Was ist gerade so in Scene? So welches ist en vogue?
Welche Droge in Berlin? Ganz gut, dass du fragst. Wir sind ja auch ein Bildungspodcast. Es gibt so eine neue Droge. Mhm. Ich glaube, die heißt GLB oder irgendwas. Das wird in Tropfenform verabreicht. Welche Öffnung? Wie so ein Cocktail aus ganz vielen Drogen. Also soll wohl richtig reinhauen. Ja, und davor wird reichhaltig gewarnt. Und wir haben auf der Porn sogar Bilder gehabt und Schilder auf den Toiletten, dass die genau darauf hingewiesen haben, dass man das dort nicht konsumieren soll. Das wäre doch viel besser, wenn die dann einfach die richtige Anzahl von Tropfen auf diese Blätter schreiben würden, dass man nicht komplett raus ist. Das wäre doch viel kundenorientierter. Du sollst wohl einen richtig krassen Rausch haben, so wie Kokain, Speed und weiß ich nicht, was noch zusammen. Aber halt, wie gesagt, ein Müh zu viel bist du raus. Wie zeigt sich das bei Sexualverhalten der Menschen, weil wenn du sprichst von dieser Conceptual, alles kann, nichts muss, wer nicht bumst, ist selber schuld, Party. Warum konsumieren die das genau da? Techno ist gleich okay. Drogenszene. Okay, hat aber nichts mit untenrum Action zu tun. Nö. Okay. Aber was geht aber diesem Conceptual, vielleicht nochmal unseren Hörern kurz erklärt, das ist ein paar Bilder eine Veranstaltungsreihe und da, also Swingerparty. Das ist schon sehr... Nee, das ist so eine Mischung aus, sagt euch vielleicht was, KitKat Insomnia Richtung offene, freie Körperkultur, sehr männerlastig, also viele Schwule Partys oder was? Sind das schwule Partys? Genau, nee. Da sind auch Frauen, die ihrer Sexualität frönen und okay. Techno-Musik läuft auf drei Floors, befindet sich alles unter Tage in den Katakomben der alten Münzprägerei der DDR. Und ja, es geht irgendwie von um 23 Uhr bis um 12 Uhr mittags. Nicht von Freitag bis Montag, wie 12 Uhr mittags? Bis 12 Uhr mittags. Und ja, also ist natürlich, also du zahlst 40 Euro, da fängst du, glaube ich, an vom Eintritt. Je weniger du anhast, je weniger, also desto weniger zahlst du am Ende halt auch. Okay. Für jedes Kleidungsstück weniger ziehen die was ab, oder was? Quasi. Also ohne Hose glaub, 10 Euro Minimum weniger. Dann 10 Euro, glaube ich, zahlst du. Ja, oder das ist ja fair. Das ist ja fair. Aber wenn man nackt kommt, ist dann der ist komplett umsonst, oder wie? Nee, da zahlst du einen Zehner. So. Ach so, aber kommt auch darauf an, wie man aussieht nackt. Streng. Bitte? Kommt auch darauf an, wie man aussieht nackt, oder ist das... Bitte nicht. Nee, schon nicht. Quatsch. Da sind auch alte Männer. Deswegen arbeitet Frau Werner, weil sie den Eintritt nicht leisten könnte. Okay. Aber mit Analplug drin kriegt man noch einen Zehner raus, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Mit Gutschein. Aber ist das so, dass der Großstadtmensch da einfach nochmal so ein bisschen mehr Gehirnfickerei braucht irgendwie? Dass dieses wirre, irre Partyleben nicht mehr ausreicht? Es reicht nicht mehr, bis um 4 zu feiern. Man muss bis 12 feiern und dann auch auf eine Pornparty mit irren Drogen und so. Dass irgendwie, dass der Geist einfach sonst gelangweilt ist? Ist das so ein Großstadtding? Jein. Weil diese Pornoparty zum Beispiel ist schon sehr Touri-lastig. Also die meisten Leute, die ich an der Bar hatte, die habe ich einfach nicht verstanden, weil das Wort Mate spricht halt wirklich jedes Land irgendwie anders aus und klingt halt auch völlig falsch teilweise. Und wenig Berliner jetzt auf der Party zum Beispiel. Aber die Techno-Szene ist ja schon noch sehr drogenlastig. Und um das wirklich genießen zu können und auch dauerhaft genießen zu können, um das so ein bisschen zu extrahieren, dass du halt wirklich du kannst ja den Freitag einen Stempel holen im Sisyphos und du gehst am Montag raus, so nach dem Motto. Und um das wirklich maximal genießen zu können, helfen halt viele nach. Mhm. Das denn? Was denn? Nein, das stimmt nicht. Moni, das stimmt nicht! Nee. Also erst Sisyphus, dann Syphilis, oder? Wie geht das da ab? Wenn du gut bist, ja. Du musst ja auch aus diesen 30 Euro Eintritt manchmal, die du auch hast, das Maximale rausholen. Und wenn du da so einen Stempel hast, der beim ersten Mal duschen abgeht, wenn du nach Hause gehst, ist übrigens der Fehler, du darfst nicht nach Hause gehen. Darfst nicht duschen. Das muss man aber schon zugeben, Matze, ich glaube, da kann Köln und Frankfurt nicht mithalten, da so partymäßig. Das ist Berlin schon nochmal eine Nummer drüber. Wollen Sie das? Das ist vielleicht etwas ganz anderes, ne? Also naja, nicht nur jetzt diese spezielle Party insgesamt, muss man schon sagen. Also man muss es anerkennen, das ist die einzige wirkliche Großstadt, die wir in Deutschland haben.
alles andere ist nicht wirklich eine Großstadt. Das sind große Städte, aber wirklich Großstadt-Flair, das hast du eigentlich wirklich nur in Berlin. Also speziell in diesem Bereich Unterhaltung, Nachtunterhaltung. Ich bin ja so ein eher so ein nachtaktives Wesen, weil ich viel nachts schreibe und so und bin nachts unterwegs auch. Da gibt es nur sehr, sehr bedingte Möglichkeiten. Und immer wenn ich in Berlin bin, ist das doch nochmal eine ganz andere Geschichte. Da haben noch Cafés auf, da gibt es coole Clubs noch und irgendwie Partys über 3 Tage gehen. Ob man es immer alles mitmachen muss und alles feiern muss, ist eine andere Sache. Aber die Optionen sind doch viel, viel breiter gestreut als in Köln oder Frankfurt. Das muss man leider zugeben. Ne? Ja, Frankfurt hat ja früher auch immer so ein bisschen auf Großstadt gemacht. Aber gibt es das noch? Existiert dieses Nachtleben, dieses Frankfurter Partyleben, diese Techno-Szene, existiert die noch? Nee, also früher war ja Elektro war Berlin und Frankfurt, die 2 Städte. Es gab den Tresor in Berlin und den Bunker und in Frankfurt gab es eben das Dorian Gray und das Omen von Sven Feh. Das waren die Clubs, die eigentlich so bekannt waren. Mittlerweile gibt es in Frankfurt weder noch das Omen noch das Dorian Gray. Mittlerweile wird, glaube ich, an einem Museum gearbeitet für elektronische Musik, so weit sind wir mittlerweile. Das ist arm. Ja, das ist wirklich ein Armutszeugnis. Da ist Berlin halt ein ganz anderer. Es war einmal Elektro. Ja, genau. Und das ist wirklich, Entschuldigung, das ist peinlich. Ich war das letzte Mal, als ich einen Auftritt hatte in Panketal. Das ist doch auch da bei Pankow, ne? Panketal? Pankow. Ist das, Panketal ist in der Nähe, ne? Ja. Check, die Panke fließt durch Pankow. Wie hieß das denn nochmal? Wie heißt das? Der Studio 7 in Panketal, da bin ich immer aufgetreten. So ein ganz kleiner Club. Krass. Ganz cool. Das egal. Das ist wirklich ganz, ganz klein. Ja, genau, ganz klein. Aber super schön immer, so 2 Tage ineinander. Egal, und danach nach Berlin noch irgendwie was unternehmen wollen und dann auf irgendeine seltsame Party in irgendwelchen ehemaligen Bunkern unter irgendwelchen Häusern da reingeraten. Auch so eher so fetisch angehaucht, die Party, wo irgendwelche junge Frauen Männer verhauen haben. Ich dachte, ja, okay, warum cool. Nicht? Also, ne, reingeraten, hingeguckt und. Wie gerät man denn in eine Party, wo du dann wurdest du verhauen oder was? Indem man mit Freunden unterwegs ist, denen man vertraut in Berlin, sagen: Hier, ich habe eine super Idee, lass uns mal hier auf eine Party gehen. Hast du auf den Arsch gekriegt, oder was? Wir gucken, wie Frauen geprügelt werden, super Idee. Ja, aber war lustig. Und ich muss sagen: Also unfassbar hübsche Mädels. Ja. Die hauen. Dann irgendwie separierst. Ja, es kam zu keinen sexuellen Handlungen außer Schläge und Spucken. Okay. Super Abend. Wie? Ja. Was wolltest du sagen? Rapper? Wie der Deutschrapper Capo es so schön zitierte: Frankfurt am Main ist nicht Miami Weiß. Nee. Das aber ich finde, ihr habt in Frankfurt eine ganz, ganz große diese Rotlichtszene. Ne? Ich habe vor 2 Jahren eine Freundin in Frankfurt besucht, oder eineinhalb Jahren, und ich war das erste Mal in Frankfurt am Main und war ein bisschen geflasht von dieser ganzen Rotlichtecke. Das war für mich als Berliner hat sich das sehr, sehr bedrohlich angefühlt und auch ein bisschen assi. Das ist assi, natürlich. Das zeichnet es aber auch aus. Ich muss dazu sagen, ich liebe Frankfurt über alles. Das ist meine Stadt. Ich mag das, dass eben auf sehr, sehr kleinem Raum so viel Reibung entsteht. Das Rotlichtviertel ist ja direkt neben dem Bankenviertel oder im Bankenviertel eigentlich. Mhm. Also Hochfinanz neben Junkies, neben Nutten und so weiter. Und es ist das größte Rotlichtviertel geballt auf einem Fleck in Europa. Also da sind doch sehr, sehr viele Häuser nebeneinander, wo du alles Mögliche erleben kannst. Es ist assi ein bisschen, das stimmt. Davon lebt so ein bisschen. Das hat den Flair halt dementsprechend davon. Aber die Leute mögen es. Das zieht die Menschen an wie das Licht die Motten. Ja. Das ist so. Ich war noch nie feiern in Frankfurt. Noch nie? Noch nie. Dann wird's Zeit. Mhm. Ja. Aber es gibt jemanden, der war schon mal in Köln feiern und den habt ihr mitgebracht. Das ist Dieter oder was? Wer ist Dieter? Tante Dieter. Dieter ist ein neues Mitglied hier im Gespannstudio Großstadtballett und Dieter ist unsere Außenkorrespondentin und ist auch unterwegs in der Szene, in der wir nicht so unsere Fühler ausstrecken können, auch zeitlich gesehen und Interessen gesehen. Aber Dieter war auch schon in Köln. Dieters Diary. Aloha, hier ist eure Tante Dieter. Ach ja, Köln, die schwule Hochburg von Deutschland, das Mekka für uns Schwestern. Jeder kleine Schwule träumt einmal davon, eines Tages den Regen ins katholische Feuer des Kölner Doms zu werfen. Es heißt ja nicht umsonst in einem Lied, Köln ist der geilste Arsch der Welt.
Als Hauptstadtschwuppe muss man auch mal in Köln gefeiert haben und das habe ich auch. Ist schon etwas überschaubarer als Berlin, was aber den Vorteil hat, dass man nicht 2 Stunden zu einem Sexdate braucht. Stellt euch vor, ihr wohnt in Pankow und müsst nach Köpenick zum Spaß haben. In der Zeit hat euer Date schon den halben Bezirk durchgepimpert und ihr könnt vom Glück reden, wenn er nicht nur mit euch frühstücken will. In Berlin habe ich das Gefühl, dass in der homosexuellen Szene jeder Fetisch nochmal seine eigene Szene hat. Ob Bären, Sneaker-Fetisch oder Deckhengst sucht Stute, alles hat seine eigene Bar, Club oder so. Klar gibt es das in Köln auch, aber nicht so oft. Da mischen sich meistens die Leute, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, und in Köln ist halt nicht alles groß. Also jetzt nicht, was ihr jetzt denkt. Ich rede hier vom Bier. Das Kölsch, das sagt mein heterosexueller Mitbewohner, das wird in Reagenzgläschen serviert. Ja, da wird sich wohl auf andere Getränke mehr spezialisiert. Kein Wunder, denn ich habe recherchiert, immerhin sind rund 10% der Einwohner von Köln schwul-lesbisch. 100.000 sind das, deutlich weniger als in Berlin, da sind es 300.000. Aber gut, in Berlin wohnen ja auch generell mehr Menschen, ne? In Köln kannst du auch einfach Hand in Hand durch die Stadt laufen, interessiert keine Sau. In Berlin, da musst du aber auch wieder aufpassen, was für ein Bezirk du Hand in Hand läufst, ne? Außerdem weißt du in Köln nicht, ob der Typ, der dir entgegenkommt und zuzwinkert, schwul, bi oder hetero ist. Und ich glaube, auch die meisten wissen es selber nicht. Aber ist ja auch egal. Wie sagte mein Ex-Ex-Ex-Ex-Freund immer, ob hete oder homo, er kütt, wie er kütt. Also meine kleinen Zimtsternchen, das war's von mir. Ich gebe wieder zurück zu meinen Boys. Bye, Knubu. Vitas Diary. Knubu ist ja auch süß. Wer ist dieser Dieter, ja, bitte? Wer ist dieser Dieter? Dieters Diary hatte sich irgendwie mal vor ein paar Wochen unter einem Instagram-Post bei uns beworben und ganz ehrlich, wir fanden das eigentlich, wir haben es nicht ernst genommen. Wir haben es wirklich nicht ernst genommen und Dustin schrieb mir nur so, wer ist denn dieser Dieter? Wer ist der Dieter? Ich sage, keine Ahnung, aber er interessiert sich für den Podcast und dann haben wir Dieter eine Chance gegeben und er hat gefragt, ob er sich bei uns bewerben kann. Und wir haben gesagt, ey, ganz ehrlich, hier hast du die E-Mail-Adresse, schick mal ein Audio. Und dann hat er sich mit einem sehr interessanten Audio bei uns beworben. Der Dieter hat nämlich auch einen eigenen YouTube-Channel. Ach, guck, wie heißt der? Genau. Dieters Diary. Ach, der heißt da Dieters Diary. Ja, guck. Genau, da könnt ihr auch lernen, wie man zum Beispiel eine Taschenmuschi aus einer Pringles-Dose und ein paar Schwämmchen baut. Was, ja. Der MacGyver unter den Sexspielzeug-Herstellern. Ja, wir dachten erst, es ist irgendwie ist so ein Dreier-Ding bei euch vielleicht, irgendwie mit Dieter. Nee. Dass der bei euch, mitwohnt. Eine erste Folge. Bitte? Wir dachten erst, dass ihr zu dritt in einer WG wohnt oder so. Nee. Dieter wohnt. Wo wohnt Dieter eigentlich? Ich wollte mich heute mit Dieter treffen, aber er kann dieses Wochenende nicht und er hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt, dass er dieses Wochenende leider keine Zeit für Flo, sein Zuckerpo hat. Ja. Wir treffen nächste Woche, wir müssen uns echt mal unterhalten. Dieter ist krank, Dieters Diarrhoe wahrscheinlich, oder? Ja. Oh, ich weiß das nicht so genau. Ja. Aber wir sind ein Dreiergespann jetzt quasi. Wir waren schon mal ein Dreiergespann beim Studio Großstadtballett. Ja. In der ersten Episode, die erschienen ist. Und danach sind wir dann ganz, ganz lange als Zweiergespann weitergeritten, Florian und ich. Okay, ritten hört sich irgendwie falsch an. In dem Zusammenhang. Okay. Und jetzt sind wir wieder mit der 3. So. Schön, dass wir euch heute verstärken dürfen, aber Dieter hat ja nicht ganz Unrecht. Es ist schon ein anderes Feiern auch hier in Köln. Ne? Und natürlich das legendäre Bier aus kleinen Gläsern ist auch was anderes auf jeden Fall. Was wisst ihr über das Kölner Feiern? Da gibt es ja reichlich Vorurteile. Was sagst du denn, Matze? Du bist doch der richtige Feierexperte in Köln. Du hast den Karneval vor der Tür. Guck mal, wir gehen, das ist hier im März quasi, da ist doch Karneval. Naja, also wie gesagt, als Kölner jetzt seit einigen Jahren hat es mich auf jeden Fall gepackt. Ich bekomme auch nicht von hier und wurde auch erst damit angesteckt, mit diesem Lebensgefühl. Hier ist ja eigentlich immer, das ganze Jahr über Karneval. Karneval ist ein Lebensgefühl und das ist so die Offenheit der Leute hier. Das ist so, dass die Leute einfach irgendwie Spaß haben und generell die Leute hier einfach sehr positiv sind. Achtet das denn wirklich so aus, wie wir das in den Medien mitbekommen? Ist das wirklich so auf den Straßen, dass ständig volltrunkene junge Leute an jeder Ecke lauern und einfach mit ihrem Leben nicht mehr klarkommen, weil sie die Grenzen nicht kennen? Oder ist es einfach durch die Medien hochgepusht? Was sagst du?
Ich glaube, das ist grundsätzlich bei irgendwelchen Straßenfesten so, dass da relativ viel Alkohol getrunken wird. Und das gibt es natürlich auch beim Kölner Karneval, dass dort hier und da zu viel getrunken wird und dass dann Leute mit ihrem Leben nicht mehr klarkommen. Natürlich, klar. Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass es ein sehr breitbürgerliches Fest ist, würde ich schon sagen. Und es natürlich keine Szenefeierei ist, sondern hier steht wirklich das Leben still. Also in der Hochzeit des Karnevals, das ist quasi dann natürlich in der Woche so vor Rosenmontag. Und insbesondere dann natürlich von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag ist quasi hier, steht die Zeit still. Und dann träumst du von den Liedern, wenn du abends weggehst. Das war so meine ersten Nächte, die ich hier durchgefeiert habe, in den ersten Karnevalsjahren. Da bin ich nachts aufgewacht und hatte die Lieder wieder im Kopf. Da waren sie wieder, da habe ich sie gesummt, gesungen. Nachts um 5 Uhr war aufgewacht, da waren sie wieder Lieder. Schlimmer als bei Blair Witch Project, der Gedanke. Ja, das habe ich am Anfang auch gedacht, tatsächlich. Aber ich habe mich nicht nur daran gewöhnt, sondern ich habe mich verliebt in diese Musik, in das Lebensgefühl, in dieses Miteinander. Ich kann das gar nicht beschreiben, warum das so ist. Das ist irgendwie wahrscheinlich wie so ein Virus. Und natürlich ist es was ganz anderes. In Frankfurt war ich kaum feiern, zum Beispiel, wo ich vorher gewohnt habe. Habe da auch nichts gefunden, was ich cool fand, und dann auch mit dem Umzug nach Köln bin ich plötzlich wieder weggegangen. Vielleicht liegt es daran, dass du aber auch in der Morningshow gearbeitet hast und abends nicht lang weggehen konntest. Ja, zuletzt habe ich auch nicht mehr in der Morningshow gearbeitet. Also es ist schon einfach was ganz anderes. Ich glaube, das ist dann nochmal der Unterschied zwischen dem Berliner Feiern sowieso, dem Frankfurter Feiern auch. In Köln größtenteils gibt es ja natürlich auch, aber hier kannst du weggehen, wie du willst. Kannst du wahrscheinlich auch im Bademantel irgendwo hingehen und kannst einfach Spaß haben. Und da brauchst du dich nicht verkleiden, keine besonderen Schuhe anziehen. Das, was mir aus Berlin immer wieder berichtet wird von Freunden, die in Berlin wohnen, die dann sagen, Mensch, wenn ich abends weggehe, ich weiß gar nicht, ob ich da reinkomme. Und das passiert da, wo ich hier hingehe, passiert dir das nicht. Da gehst du einfach hin, gehst da rein, hast du Spaß. Und das ist, ja, und da kommt dann auch irgendwie alles zusammen, da, wo ich jedenfalls aufschlage. Stimmt hier aber auch nicht ganz. Also das hat sich schon sehr geändert. Kommt natürlich auf das Klischee an oder auf die Art des Clubs, wo du rein möchtest. Mir kommt es tatsächlich so vor, als zugezogener Berliner, dass du irgendwie alles anhaben kannst, nur nicht das Normale. Denn wenn du einfach nur Jeans und Hemd anhast, dann kommst du auf jeden Fall nicht rein. Wenn du aber eine große goldene Fliege drum hast, eine witzige fancy Brille und am besten noch eine abgeschnittene kurze Hose, dann kommst du, wenn du aussiehst wie ein Penner, mit einem abgefuckten Bademantel, dann kommst du auf jeden Fall rein. Ne? Und Männer, ich muss euch mal jetzt was erzählen. Ich, in meiner Jungclub-Geschichte in den letzten 11 Jahren, ich habe wirklich schon richtig gezittert vorm Club. Komme ich rein, komme ich nicht rein, bin ich zu dicht, bin ich wirklich, wirklich dicht oder nicht? Ich bin immer reingekommen. Waagerecht, getragen, egal wie, ich bin reingekommen. Aber vor 3 Wochen bin ich nicht in den Club reingekommen. Ich war nüchtern as fuck. Was für ein Club war das? Das war, boah, wie heißt denn der hier auf dem RRW-Gelände, das denn? Das schmutzige Hobby. Im Ursprung ein Schwulen- und Lesbenclub. Und ich war da schon oft feiern. Und das ist urig ein bisschen. Aber ich bin nicht reingekommen mit meinen 3 Kumpels. Wir standen davor vor dem Türsteher und er sagte, und Männer, wer von euch dreien ist schwul? Mein Kumpel gleich, ja hier, er, Steven ist schwul. Und der Türsteher so, kannst du beweisen? Der eine ist Anwalt, der sagt, wie soll er nicht beweisen? Er steht doch nicht, hat doch keinen Ausweis, wo drauf steht, er ist schwul. Er hat irgendwie eine App oder so, irgendwas, Gay Romeo, was das sagt, dass er schwul ist. Also, nee, der hat gerade ein Kind bekommen. Und er sagt, heißt auch nichts. Genau. Die Besitzer, die Eigentümer wollen wieder zum Ursprung zurück, zu einem schwulen Club. Und ja, deswegen ist das Publikum auch wieder so in die Richtung gehen. Und tut mir leid, heute Abend wird es nichts für euch. Und wir sind nicht reingekommen. Wir haben das natürlich akzeptiert und sind weggegangen und dachten uns so, okay, also wir sind schon in Clubs reingekommen, da waren wir wirklich, bin ich mir auch noch mal fähig. Aber wir sind reingekommen. Aber du weißt nicht mehr, wie du rausgekommen bist. Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt muss ich euch mal was fragen. Ich habe ja am Anfang Großstadtballett, dachte ich, okay, 2 Jungs, Podcast, Großstadtballett, okay, alles klar. Ich habe am Anfang durchaus auch ein bisschen gedacht, weil viele Freunde von mir als Künstler in Berlin leben, viele Tänzer auch, 98,4% schwul, dachte ich, vielleicht ist das wirklich ein Podcast für so schwule Tänzer oder sowas in Berlin. Kann ja sein. Geh-Podcast, weißt du? So, der Regenbogen-Podcast aus Berlin. Oder so.
Jetzt habt ihr die einmalige Chance auf ein Coming Out. Wenn's so ist, jetzt. Soll ich eine Fanfare spielen? Studio Großstadt, aber der hat Reisegruppe Regenbogen. Nein, okay. Tatsächlich nicht. Wir hatten damals überlegt, wie kommt man zu einem guten Namen, der uns alle glücklich macht. Und jeder hat so einen Brocken reingeworfen. Wie gesagt, wir waren damals zu dritt und irgendeiner hat Studio reingeworfen. Ich glaube, ich war der Großstadt wollte und Florian, bin ich mir fast sicher, hat Ballett reingeworfen. Warum du das gemacht hast, Florian, weiß ich nicht, aber es hat sich nachher zusammengefügt nach tausenden Vorschlägen. Ich kann sagen, warum, weil ich habe was gelesen und es war ein Artikel und da war die Rede von Medienballett. Oder nee, Fernsehballett, so rum. Und dann haben wir zu dritt drei Sachen reingeworfen und dann ist Studio Großstadtballett dabei rausgekommen. Und ja. Ist gut. Was aber nicht heißt, dass wir auch ein Problem, also ich habe damit kein Problem bei einer Rangelei auf dem Dancefloor. Da hat man nun mal einen kleinen Schwengel in der Hand. Das kann ja mal passieren. Das ist Berlin. Immer so ein Kurs und der Männer ist doch nichts Verrücktes oder was? Absolut, man wiege Schritt nach links, zack, Sidestep, Pupp, hast du ein Ding im Arsch. Das passiert, das geht schnell. Solange man auf den Bauch kommt, sag ich immer wieder, solange ich auf den Bauch komme, ist das alles kein Problem. Wir sind ja auch für alle offen, das ist ja das Schöne. Wenn das kein gutes Schlusswort ist, ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird gleich noch ein Add-on geben und in diesem Add-on werden wir abchecken, wie passen wir denn als Partner zusammen. Wir werden nämlich gleich die Studio Großstadtballett, unsere Rubrik Bester Partner, hier miteinander spielen. Ich bin sehr gespannt, was wird uns da noch erwarten? Könnt ihr schon mal einen kleinen Ausblick geben? Ihr werdet uns testen, ist das richtig? Richtig, wir wollen testen, wie ihr euch gegenseitig kennt, ob ihr überhaupt denkt, dass ihr euch kennt. Und da werden wir ein paar Fakten auf den Tisch bringen. Manch ein Überraschungsmoment ist da auf jeden Fall gewiss. Das kann ich schon mal vorausnehmen. Oh ja, also mein bester Partner spielen wir gleich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Genossinnen und Genossen, das war der Bundeswischen Podcast. Und zwar der erste der Menschheitsgeschichte mit den lieben Leuten, dem Studio Großstadtballett, Flo und Dustin aus Berlin. Vielen Dank, es hat mir einen großen Spaß gemacht heute. Können wir gerne mal wieder machen. Und ja, es war toll, es war wirklich sahnig. Ja, also und hier geht mal eine offizielle Einladung raus nach Köln und nach Frankfurt. Setzt euch ins Auto und kommt nach Berlin. Wieso machst du denn das? Lass uns doch mal da einen selbst einladen. Kommt doch mal rüber. Wir das sonst auch mehr. Rüber gemacht. Go West. Ihr habt doch nichts da drüben. Kommt mal rüber zu uns. Gibt es Bananen bei euch? Habt ihr so welche Bananen? So grün sind die, ne? Ja, genau. Die grünen langen. Ja, kommt einmal. Ihr seid herzlich eingeladen, rüber zu machen, denn wir sind ja jetzt eins. Insofern seid ihr herzlich eingeladen. Ich muss erst einen Ausweis beantragen, Jungs, das könnte vielleicht ein paar Wochen dauern, aber wir kriegen wir hin. Ich freue mich schon drauf. Ja, hier gibt es auf jeden Fall schlechtere Autobahnen, das kann man glaube ich schon sagen. Ja. Kann man wissen, wie es ist, kann man mal gucken. Dann, alles Liebe, wir hören uns gleich im Add-on nochmal wieder, meine lieben Hörer von der Roten Bar und vom Studio Großstadtballett. Hört uns in Zukunft gerne weiter fleißig und kommt jetzt gut ins Bett. Eine schöne gute Nacht aus Köln. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und natürlich auch eine schöne gute Nacht aus Berlin. Und Frankfurt wacht jetzt erst auf. Ciao.